Ich habe den Vortrag ein bisschen verkürzt und auch ein bisschen vereinfacht. Also erfolgreiche Einführung von HR-Technologie, erfolgreiche Einführung, aber auch Nutzung von HR-Technologie. Und wie ist der Stand oder wie ist die Situation im HR-Bereich? Keine Überraschung, jede Menge Aufgaben für die Personalabteilung. Weitere Aufgaben sind Learning Development, Inclusion, Diversity, aber auch Hiring, also jede Menge Aufgabenbereiche. Und das findet natürlich nicht im luftleeren Raum statt, sondern hier gibt es jede Menge Tools, die zur Verfügung stehen. Hier mal einige aufgeführt: Workday, SuccessFactor, Oracle, bekannt. Bei großen Unternehmen sind es bis zu 300 Tools, die im Einsatz sind, im Gesamtunternehmen. Im HR-Bereich sind es circa 30 bei großen Unternehmen. Und wenn ich hier Tools sage, meine ich auch Applikationen, Anwendungen, Software. Es ist immer dasselbe. Es sind diese Art von Tools. Dann haben wir natürlich die Nutzer und das sind die Mitarbeiter. Das sind die Mitarbeiter in der Personalabteilung, aber natürlich auch die Mitarbeiter, die draußen im Feld arbeiten. Und die haben natürlich unterschiedliche Aufgaben, unterschiedliche Rechte, unterschiedliche Zugänge zu den Tools, haben auch unterschiedliche Bildungshintergründe. Manche sind seit 2 Wochen dabei, manche seit 10 Jahren. Und ein Teil der Realität ist einfach, dass die Mitarbeiter diese Tools einmal im Monat nutzen, vielleicht einmal im Quartal, manche Aufgaben auch nur einmal im Jahr machen. Also ich nenne mal ein paar Beispiele, mein Girokonto ändern. Das mache ich alle 3 oder 5 Jahre mal. Elternteilzeit beantragen oder das Mitarbeitergespräch. Das findet vielleicht einmal im Jahr oder 2-mal im Jahr statt. Und da tun sich die Mitarbeiter oftmals schwer, diese Wege zu finden und diese Informationen dort sauber einzutragen. Sie sind einfach ein bisschen verloren, nicht weil sie nicht kompetent genug sind, sondern in diesem großen Wust von Tools fühlen sie sich einfach oftmals verloren. So, jetzt kann man natürlich sagen, Mensch, wenn das die Situation ist, jede Menge Tools, die Mitarbeiter finden sich nicht richtig zurecht, was machen wir? Oder vielleicht vorneweg, diese Aussage, dass die Mitarbeiter sich nicht zurechtfinden, wird auch von Statistiken unterstützt. Also 80% der Führungskräfte sagen zum Beispiel, dass sie mit der Nutzung der HR-Anwendungen durch die Mitarbeiter nicht zufrieden sind. Das kann jetzt die Güte sein, wie es ausgefüllt wurde, wie oft sie reingehen, dass Informationen fehlen, aber sie sind nicht richtig zufrieden, wie diese vielen Tools in der Wirklichkeit genutzt werden. Und demgegenüber sind 43% der Mitarbeiter, die sagen, ja, die Tools sind eigentlich ganz in Ordnung, aber das lässt natürlich Spielraum, dass viele sagen, was ist mit den anderen 57%? Die sind wohl nicht ganz zufrieden oder sehen noch einen Verbesserungsbedarf. Und eine andere Aussage ist einfach noch, dass sich viele Mitarbeiter auch schwer tun für neue Tools. Sie sind einfach ein bisschen im Widerstand gegen die Veränderung und wollen einfach in ihrer Komfortzone bleiben. So, und jetzt haben wir die Situation, viele Tools, sie werden nicht so genutzt. Was kann man machen? Die klassische Reaktion ist, ja, wir machen ein Training dafür. So, ein Training ist aber nur bedingt hilfreich
bei solchen Tools. Also ein Training, dass ich dann in den Klassenraum die Mitarbeiter einlade, im Headquarter in Frankfurt oder in Hamburg, 2 Tage Anreise, Lehrer etc. Das ist nicht ganz so effektiv. Am Anfang sind die super fit, aber dann nach 2, 3, 6 Monaten sind die Informationen einfach auch wieder weg und lösen sich mehr oder weniger auf. Andere Option ist, dass sie natürlich Dokumente studieren, online oder Papierform, aber hey, das ist auch zeitaufwendig, und wenn ich an einem Tool arbeite und dann nicht weiter weiß, dann möchte ich natürlich auch nicht die Informationen auf irgendeiner anderen Plattform mir zurechtsuchen. Und das Dritte ist dann noch, die Erwartung der Lernenden hat sich einfach auch ein bisschen geändert. Die wollen die Informationen dann haben, wenn sie sie brauchen, also bei On-Demand, ähnlich wie wir es vom Fernsehschauen gewohnt sind. Wenn man einen Film schauen will, einen Krimi aus den 80er Jahren mit dem Schauspieler, dann möchte ich den jetzt sehen. Vor 20, 30 Jahren war das natürlich anders, und so ähnlich ist es auch mit dem Training, wo ich einfach die Informationen, die wo ich brauche, die wo ich suche, jetzt haben möchte. Das soll so ein bisschen die dritte Säule dort drüben darstellen. Also, um es nochmal zusammenzufassen, nutze ich nochmal die Slide hier. Jede Menge Aufgaben, dafür stehen jede Menge Tools zur Verfügung, aber die Mitarbeiter können sie in dieser Menge, in diesem Wust nicht so nutzen, wie man sich es eigentlich wünscht, so wie es sein sollte. Und hier kommt jetzt unser Ansatz, dass wir für diese Tools so ein Navigationssystem zur Verfügung stellen. Dieses Navigationssystem setzen wir oben drauf, und es ist ähnlich wie, wenn ich mit dem Auto fahre und merke, hoppla, mein Tank wird leer, wo ist die nächste Tankstelle, dann führt er mich hin. Ähnlich ist es mit unserem Tool oder mit unserer Lösung, dass wenn einer sagt, hey, ich habe jetzt Elternzeit, wie muss ich die jetzt beantragen, dass wir dann sagen, Schritt 1 hier, Schritt 2 klick hier, Schritt 3 gib die Daten ein, Schritt 4 hier hast du Informationen vom Arbeitsamt, Schritt 5, Schritt 6, und führen den dann praktisch durch. Ähnlich mit dem Girokonto oder mit irgendeiner anderen Aufgabe. Und natürlich ist es kein Navigationssystem, was wir haben, sondern es ist eine Digital Adaption Plattform. Und die Digital Adaption Plattform kommt aber auf diese Tools oben drauf und führt so den Nutzer durch. Was für Vorteile hat es für den Endnutzer und auch fürs Unternehmen natürlich? Zum einen kann ich den ganzen Content, der schon zur Verfügung steht, in einem LMS oder auf SharePoint, wo dem Unternehmen sich jahrelang aufgebaut hat, bei diesem Tool zur Verfügung stellen. An der Stelle, wo der Mitarbeiter einfach gerade hängt. Also wenn es jetzt zum Thema Mitarbeitergespräch ist, dass man ihm da einfach auch ein gutes Wording anbietet, wie man Mitarbeiter bewertet, wie man sie eventuell auch ein bisschen kritisiert oder ein bisschen challenged, aber auch mit einem guten Wording, dass dort immer die richtigen Informationen zur Verfügung stehen. Anderes Beispiel ist Onboarding für neue Mitarbeiter, die durchzuführen im Tool und sie dort einzuführen. Aber auch Onboarding, wenn komplett neues Tool im Unternehmen eingeführt wird, dass sämtliche Mitarbeiter dort eingelernt und schrittweise eingeführt werden, was sie dort machen müssen, was dort von ihnen erwartet wird. Und das natürlich auch auf die jeweilige
Rolle des Mitarbeiters fokussiert. Change Management, die Tools ändern sich auch über die Zeit. Ein Mitarbeitergespräch, das letztes Jahr vielleicht noch so strukturiert war oder aufgebaut war im Prozess, ist im nächsten Jahr vielleicht leicht anders aufgebaut, und dass man da auch die Mitarbeiter dann sauber durchführt und über die Änderungen informiert. Das Gleiche auch, wenn sich die Policy zum Beispiel ändert bei der Reisekosten, dass man sagt, hey, und den wirklich darauf hinführt, wenn er sich das nächste Mal einloggt, die Policy hat sich geändert für Übernachtungspauschale oder was auch immer. Hier, schau dir die Policy bitte an. Und dann natürlich auch jede Menge Automation, also wo man den Mitarbeiter im Fluss durchführt und ihm auch hilft, die Masken auszufüllen. Auf der anderen Seite, klar, für die Administratoren, denn das Ganze muss natürlich auch gepflegt werden, der Training-Content wird leicht zur Verfügung gestellt, ist einfach zu generieren. Wie gesagt, kann auch genutzt werden vom LMS oder SharePoint oder irgendwelchen anderen bestehenden Sourcen. Lässt sich integrieren auf alle Plattformen, Cloud-Hosting, Self-Hosting, ja klar. Preferred ist natürlich Cloud-Hosting, weil es einfacher ist. Und zum Schluss Product Analytics. Das geht dahin, dass man die Mitarbeiter oder das Mitarbeiternutzen vorher genau analysieren kann und dann sieht, hoppla, hier fallen die Mitarbeiter ja immer wieder raus, hier steigen sie aus, hier tun sie die Arbeit nicht beenden oder den Prozess nicht beenden und geben auf. Was machen sie, wenn sie aufgeben? Ja, sie machen die Arbeit nicht fertig, aber sie tun vielleicht auch ein Ticket aufmachen und melden sich am Helpdesk, hey, was muss ich machen, um mein Girokonto zu ändern? Und dann geht es halt an Helpdesk und dann muss da einer dran arbeiten und ihm das mitteilen. Und wie gesagt, bei uns wird das analysiert und dementsprechend können wir dann auch das Programm aufbauen. DAP, Digital Adoption, nochmal ganz kurz zusammengefasst. Es ist im Arbeitsfluss, wenn der Mitarbeiter dran ist, wenn er in seinem Flow of Work ist, dann möchte er nicht an den Ordner und nicht weiter weiß. Er weiß ja genau, was er machen möchte. Er möchte sein Girokonto ändern oder seine Elternteilzeit beantragen. Er weiß genau, wo er hin möchte. Aber hier in der Mitte, da hängt er einfach. Er weiß nicht genau, muss ich jetzt hier klicken, muss ich hier hingehen, muss ich die Eingabe machen. Und da ist einfach, dass die Information genau in dem Moment zur Verfügung gestellt wird. Also der richtige Content für den richtigen Nutzer zur richtigen Zeit. Und natürlich ist das Ganze komplett customized, also fürs Unternehmen, aber dann natürlich auch für jede einzelnen Mitarbeiter, für jede einzelne Rolle, für jede einzelne Aufgabe. Auch wird es für neue Mitarbeiter, die werden stärker geführt und stärker erklärt. Dagegen, wenn einer schon länger dabei ist und man merkt, hey, der kann das schon, der hat die Routine, dann wird es auch nicht mehr so häufig angeboten. Wenn man das mal zusammenfasst, diese beiden Optionen, also mit DAP und ohne, hier mit Rot und Blau, das Rote ist einfach das Klassische, dass am Anfang einer ins Training geht für ein, zwei Tage oder geschult wird, auf welche Weise auch immer, dann recht fit ist eigentlich, aber dann, weil er das Tool einfach nicht nutzt, geht einfach das Wissen ein bisschen verloren über die Zeit. Und wenn er sich dann in zwei, drei Monaten wieder einloggt, dann ist nicht mehr so viel da. Während, wenn er dieses Navigationssystem hat, wo wirklich interaktiv und auf seine Bedürfnisse hin die Informationen bereitgestellt werden, dann kann er da sauber arbeiten
Und wie bei einem Navigationssystem, das mich 2-3 Mal nach Hamburg geführt hat, brauche ich das dann an dem Tool ab einer gewissen Zeit auch nicht mehr, weil ich so Intus habe und die Aufgabe erfüllen kann. Fürs Unternehmen hat es natürlich enorme Auswirkungen wirtschaftlicher Art, ganz klar. Also das Erste ist, dass die an Helpdesk die Anfragen enorm runtergehen. Die verringern sich, abhängig natürlich von welchem Tool wir jetzt reden und wie es eingesetzt wird. Dann natürlich, die Mitarbeiter sind schneller in der täglichen Arbeit drin, das beschleunigt sich enorm. Dann die Trainingskosten gehen runter. Trainingskosten jetzt nicht nur für Trainingsklasse, auch um den Content zu erstellen, fällt enorm. Und dann natürlich die Produktivität steigert sich, weil wenn der Mitarbeiter an dem Tool arbeitet und seine Aufgabe erfüllen kann, dann ist das Ziel erreicht und abgeschlossen, während wenn er hängen bleibt, ja, was passiert dann? Die Daten waren nicht eingegeben, er versucht es am nächsten Tag nochmal, er geht dann Helpdesk ran, er wird unterbrochen und all das ist natürlich kontraproduktiv. Das will der Mitarbeiter nicht haben und das Unternehmen nicht haben. Und dieses, ja, Digital Adoption oder ich nenne es hier nochmal das Navigationssystem, hat sich in der Zwischenzeit im Markt durchgesetzt. Es ist ein eigenes Segment bei Forrester, bei Gartner, bei den ganzen Analysten. Und WhatFix ist hier ja, der Marktführer im Markt, auch mit unterschiedlichen Bewertungsmaßstäben. Und das zeichnet sich auch aus, dass wir dadurch ja, enorm viel Kunden gewinnen konnten. Wir haben ca. 800 Kunden, die unsere Plattform nutzen. Große Kunden in Deutschland sind von den 15 größten Unternehmen, also an der Anzahl der Mitarbeiter gemessen, sind 6 Kunden von WhatFix. Und das ist schon ein Statement. Wir sind ein Startup, wir sind fremdfinanziert, wir sind sehr schnell gewachsen die letzten 2 Jahre, haben jeden Tag praktisch einen neuen Mitarbeiter eingestellt und wollen jetzt auch in Europa noch kräftig wachsen und auch Mitarbeiter hier aufbauen. Also es ist eine enorme Dynamik im Markt, das ganze Thema ist heiß und wir wollen da auch weiter wachsen. Aktuell wachsen wir mit 60%, was wirklich ja, eine Aussage ist in diesen ja, doch verrückten Zeiten ein bisschen. Genau, das ist zum Unternehmen. Und jetzt hätte ich so einen kleinen Video, der so einen kleinen Eindruck gibt über dieses Navigationssystem. Es ist ein fest vorgefertigter Video. Ich kann jetzt nicht groß manövrieren, aber ich kann ihn immer mal wieder anhalten und vielleicht ein paar Erklärungen abgeben, dass ihn dann einen Eindruck gibt. Wir haben drüben auch einen Stand, da können wir vielleicht dann auch auf spezielle Use Cases eingehen, aber jetzt schauen wir mal, was wir hier darstellen können. Das wäre jetzt ein Onboarding Use Case, also ein Mitarbeiter, der vielleicht vor 2 Wochen angefangen hat und sich zum ersten Mal mit dem Tool sich jetzt einloggt. Und dann schauen wir mal, was passiert. So, für den Mitarbeiter, ist es jetzt so, jetzt habe ich es mal kurz angehalten, wird so ein Welcome-Bildschirm einfach zur Verfügung gestellt. Willkommen, Robert Jackman. Und da wird einfach dieses Tool für ihn ein bisschen dargestellt, für 2-3 Minuten. Nur so ein, ja, so ein Teaser, damit er einfach weiß, wie das in den Gesamtkontext zum Unternehmen reinpasst. Lassen wir es mal weiterlaufen.
sind jede Menge, ja, so Übersichten für ihn, wie das reinpasst. Und dann, jetzt versuche ich es wieder anzuhalten, dann wird vorgestellt, hey, schau, hier ist die Menüleiste. In der Menüleiste kannst du diese oder jene Informationen machen. Dort sieht man auch, hey, Step 1 von, was weiß ich, 6 ist es, glaub. Damit weiß er, hey, da kommen jetzt noch 6 weitere Schritte, die mir erklärt wurden. Er hat natürlich auch jederzeit die Option, das Ganze abzubrechen und sagen, hey, ich kenne mich schon aus, ich kenne es von meinem früheren Arbeitgeber, keine Notwendigkeit. Aber er kann es auch weiterlaufen lassen. Und dann wird er einfach hier Schritt für Schritt durchgeführt in seinem Onboarding-Programm, damit er weiß, warum dieses Tool genutzt wird, was er dort machen muss, was dort von ihm erwartet wird. Ein anderes Beispiel ist, und das ist jetzt auch der Mitarbeiter, und der hat immer die Option, hier so ein Helpfeld zu haben. Und dieses Helpfeld fokussiert sich immer auf die Webseite, auf die er gerade ist. Also werden ihm Hilfen angeboten für diese Webseite. Er hat aber auch jederzeit die Möglichkeit, oben in den Search irgendwas einzugeben, also Kontonummer ändern. Und dann wurde ihm gezeigt, wie er die Kontonummer ändern kann. Aber jetzt lassen wir es hier mal weiterlaufen. Was wählt er aus? Er wählt, ja, er möchte seine Kontaktdaten ändern. So. Und da sieht man schon, jetzt wurde auf Personal Data geführt. Ich habe es jetzt ein bisschen spät angehalten. Lass jetzt weiterlaufen. So, und jetzt ist auf Personal Data. Und jetzt ist schon der dritte Schritt. Und da ist jetzt wirklich, ja, ich sage fast idiotensicher, er wird jetzt auf den Schreibstift geführt und sagt, hey, hier, klick drauf. Wenn du da draufklickst, dann kannst du es ändern. Und wenn er das dann macht, er folgt seiner Führung und dann kann er es ändern. Also das kann man wirklich Schritt für Schritt machen, je nach Bedarf, je nach Applikation, je nach Arbeitsablauf und auch in jeder, wie soll ich sagen, in jeder Detailgüte kann man das aufsetzen. Das ist alles völlig customized zu den Bedürfnissen und kann natürlich vorher auch analysiert werden, wo haben die Mitarbeiter eigentlich Probleme, und dann kann das Programm auch dementsprechend aufgesetzt werden. Das war oder wäre eigentlich mal so mein Teaser oder ein Video, um einfach so einen Eindruck zu geben, um so ein Gefühl zu geben, was für Möglichkeiten, was für Optionen hier bestehen. Und das wäre jetzt eigentlich auch das Ende meines Vortrages. Wie gesagt, wir haben drüben einen Stand, können da jederzeit auch Demos geben, auch auf unterschiedlichen Plattformen, Salesforce, SAP etc. Und natürlich auch alle möglichen Fragen beantworten, die jetzt hier nicht gestellt wurden. Ja. Dann, Dankeschön. Gibt es denn jetzt schon hier eine Frage, bevor ihr alle den WordFix-Stand stürmt? Okay, das nehme ich als Nein und danke dir hiermit und wünsche dir noch gute Gespräche am Stand. Danke, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.